Die kleinen Details sind doch gerade die Sachen, die uns bei Games interessieren. Und so kommen wir zurück zu dem letzten Trailer in Battlefield 1, und zwar dem Waffenübersichtstrailer, bei dem beim Schnelldurchlauf die ein oder anderen Kleinigkeiten ja wahrscheinlich schon übersehen wurden. Und ich euch jetzt hier mal zeige Sachen, die ihr vielleicht ebenfalls im letzten aktuellen Trailer zu Battlefield 1 nicht gesehen habt. Als erstes hätten wir nochmal die Szene mit dem MG15, diesem neuen MG, dem belgischen MG. Und interessant ist hierbei, nach einem Kill wird für euch ja immer angezeigt, mit welcher Waffe ihr das gemacht habt, so als wüsstet ihr nicht, was ihr ausgewählt habt. Und da steht jetzt eine Information, N.A.Suppressor. Das bedeutet, diese Waffe hat scheinbar einen Schalldämpfer. Und wenn man genau hinhört beim Gameplay, dann hört man das auch. Firing machine guns and submachine guns. These weapons for the time were... Die Waffe ist also nicht so laut, wie ein MG aus dem damaligen Zeitraum normalerweise sein sollte, denn da war noch nicht wirklich viel gedämpft. Aber so sieht es aus, dass wir auch im Ersten Weltkrieg wohl schon die ein oder anderen Schalldämpfer auf Teile bauen dürfen. Was auch gar nicht so abwegig ist, denn meines Wissens gab es die ersten Pistolen- oder Revolver-Schalldämpfer-Versionen oder auch Prototypen bereits im 19. Jahrhundert. Von daher ist das realitätstechnisch gesehen wahrscheinlich auch noch vertretbar. In der zweiten Szene, da kriegen wir scheinbar die Antwort auf eine Frage, die ich in meinem vorangegangenen Video gestellt habe. Und zwar geht es hier um das Anti-Tank-Rifle M1918, dessen Einsatz wir hier das erste Mal in Gameplay-Form sehen. Und die Frage bestand ja hier, ob es eine auswählbare Waffe oder eine Art Battle-Pickup sein wird, wobei die Vermutung hierbei meinerseits eher auf Battle-Pickup lag. Und in den vorangegangenen Clip, oder man muss schon fast sagen Frames, denn viele Sekunden oder Bilder sind es nicht, sieht man, wie der Soldat hier in dieser Ruine am B-Punkt von St. Quentin entlang rennt und im Hintergrund eine Kiste zu sehen ist, die im bisherigen Spiel nicht verfügbar war und in der eine aufhebbare Waffe liegt, was man anhand dieses kleinen Flackern sehen kann der Waffe. Und wie es aussieht, wenn man mal ein bisschen näher ranzoomt, handelt es sich hierbei um dieses Anti-Tank-Rifle, dem Mauser-Gewehr M1918, was somit wohl zu, ich sage jetzt mal, 99%iger Sicherheit bestätigt, dass es sich wohl hier um ein Battle-Pickup handelt. Noch weniger zu sehen, weil der Fokus hier auf die eigentliche Waffe und den damit getätigten Kill lag, ist im Hintergrund ein weiteres Fahrzeug. Wir kennen ja schon jetzt den neuen Jeep mit MG. Der fährt hier im Hintergrund nochmal vorbei, hat jetzt jedoch scheinbar kein MG hinten drauf, sondern ein Anti-Air-Geschütz, also eine Flakkanone, also somit hier eine mobile Flugabwehrkanone auf diesem Truck montiert, mit der man dann, ähnlich wie es bei Battlefield 4 war, die Flugzeuge halt aus variablen Positionen unter Beschuss nehmen kann. Zu guter Letzt haben wir bei unseren kleinen Secrets hier noch die Szene mit dem Assault-Soldaten, der den Mark V Panzer in die Luft jagt. Und wenn man mal unten auf das Auswahlmenü schaut, dann sieht man, dass unter der Anti-Tank-Granate die C4-Ladung, das World War I-Äquivalent der C4-Ladung, die TNT-Ladung, die es wohl sein wird, hier sehen kann und somit ebenfalls bestätigt ist. Wir durften das Ganze im Rahmen des Berlin-Events schon mal in einem speziellen Trailer, der bisher noch nicht gezeigt wurde, sehen, und da hat man auch den Einsatz dieser TNT-Ladung sehen können. Hier jetzt nochmal auf jeden Fall bestätigt, das Zeug ist auf jeden Fall für die Assault-Klasse mit im Spiel. Zudem haben wir hier die Bestätigung einer weiteren Sidearm, also einer weiteren Pistole. Und zwar handelt es sich hierbei wohl um den Webley-Revolver, der immer mal wieder vorkam und hier jetzt eben auch in dem Auswahlmenü sichtbar ist. Ja, neben diesen Kleinigkeiten aus dem letzten Gameplay-Trailer von Battlefield 1 gibt es auch noch für diejenigen, die bisher noch unter dem Stein gehaust haben, die Info, dass ihr bis einschließlich 9.8.2016 euch noch das letzte DLC oder beziehungsweise andersherum das erste DLC, was damals für BF4 rauskam, und zwar China Rising, euch kostenlos holen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, somit sind jetzt alle DLCs, alle Zusatzpakete von Battlefield 4 kostenlos gewesen und für euch einfach, ja, für 0 Euro abzustauben. Von daher haut auf jeden Fall rein, wenn ihr China Rising noch nicht habt. Das DLC war für mich eines der besten DLCs, gerade die Map Gullin Peak habe ich vor allem im Domination-Modus sehr gern gespielt. Darüber hinaus bekommt ihr dabei natürlich noch den Air Superiority-Modus, also Luftüberlegenheit, sowie die 5 Waffen L85 A2, L96, A2, die MP7, die MTA-21 und die RPK-74M. Zwei zusätzliche Gadgets für den Supporter sind hierbei auch die UCAV, also die Kampfdrohne, sage ich jetzt mal, und die SUAV, die ihr mit dem Recon benutzen könnt. Die beiden zusätzlichen Fahrzeuge sind das Dirtbike, also das Motorrad, und der Bomber, der leider auf Schienen läuft, was natürlich in Battlefield 1 Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist.
Ja, was ihr zu diesen kleinen Secrets und dem kostenlosen DLC in Battlefield 4 jetzt sagt, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon von Anfang an die ganzen Sachen, Einzelheiten beim ersten Mal gucken des neuen Trailers schon gesehen? Oder seid ihr auch erst jetzt darüber aufmerksam geworden? Eure Meinungen und Gedanken sehe ich natürlich gerne unten in den Kommentaren und natürlich euer Abo hier auf dem Kanal, damit ihr zukünftig keine Videos zu Battlefield 1 und allem drum und dran verpasst. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bei euer Ziel immer im Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lost.